Hallo, mein Name ist Annika Schmidt und ich habe als Gesellenstück einen Nähtisch gebaut. Mein Plan war, einen Schrank zu schaffen, wo ich all meine Nähutensilien drin unterbringen kann. Und ich wollte unbedingt Holz mit Stoff verbinden, deswegen sind hier die Füllungen aus Leinenstoff. Der Schrank besteht aus Rüster, innen drin hat man dann Schubkästen, wo man dann Kleinteile reintun kann und eine Stoffschere und sowas. Meine Idee war es, dass man die Nähmaschine im Korpus abstellt und dann hier nochmal eine Tür öffnen kann, sodass das alles zu einer großen Tischfläche wird. Wie man sieht, hat natürlich dann der Schrank hier vorne keine Stütze mehr. Wo ich dann die Idee hatte, ein kleines Garnrollenregal einzubauen. Gleichzeitig hat es dann eben die Funktion, dass der Deckel abgestützt ist. Die Schubkästen sind fingergezinkt, auch aus Rüster und laufen mit Nutleisten. Und hier vorne habe ich noch eine Schräge angeschnitten mit Rundungen. Das ist natürlich sowohl Designelement als auch soll es helfen, dass der Stoff hinten mehr über den Tisch fließen kann.